Herzlich willkommen zu Grundels Gründe. Das ist das Format, das Sie einlädt, in die Tiefe des Lebens zu schauen. Und warum wollen wir das? Weil da sind passende Antworten. Keine oberflächlichen, keine Langweiler, sondern die mit Substanz. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam nachdenken. Schön, dass Sie da sind. Heute mit dem Thema Integrität. Integer sein. Was denken Sie, wenn Sie dieses Wort hören? Denken Sie zuerst an andere, zum Beispiel was Politiker sagen und tun? Oder sind Sie bei Ihrer eigenen Integrität, wo Wort und Tat auseinanderklaffen? Und ist das ein Begriff, der eher schwer ist und anstrengend ist? Oder hat er etwas mit Lust und Leichtigkeit und vielleicht sogar mit Freude zu tun? Interessant. Gibt es das? Wollen Sie da ein bisschen mit mir nachdenken? Dann bleiben Sie dran und abonnieren Sie, liken Sie. Und am Schluss gibt es für Sie sogar noch einen Bonus. Kostenfrei. Zu diesem Thema herzlich willkommen zu Grundels Gründe. Ja, geht es Ihnen auch so? Persönliche Integrität. Wann ist jemand integer und glaubwürdig? Wenn wir jemanden als integer empfinden, dann hat er eine höhere Glaubwürdigkeit. Wollen Sie glaubwürdiger werden? Wollen Sie, dass es Ihnen würdig ist zu glauben? Ja, da steckt schon ein bisschen was drin. Man glaubt jemand, indem er es sagt und auch anschließend tut. Und dieses Thema Integrität kann man natürlich überspannen, weil wir wissen natürlich, dass Menschen lügen. Sie nicht? Oder haben Sie schon mal gelogen? Und es ist natürlich klar, wenn man Sie der Lüge überführt oder der Überzeichnung oder wie auch immer, dass die Integrität darunter leidet. Also ein interessantes Spannungsfeld. Und ich verspreche Ihnen jetzt Antworten darauf, ja, wie Sie in dieses Thema eintauchen können und wie Sie das besser nutzen können, tiefer verstehen und vor allem auch praktisch anwenden können. Wie oft sehen wir Menschen in der Öffentlichkeit und merken, dass Wort und Tat nicht so sehr zusammenpassen? Und natürlich sind wir schnell mit Urteilen. Aber hier wollen wir mal ein Stoppzeichen setzen. Natürlich machen das andere Menschen. Aber ist es primär wichtig, was andere tun oder was wir tun? Und Hand aufs Herz. Würde ich so intensiv gescannt werden wie manche Spitzenpolitiker, wie oft würde unser Wort nicht der Tat entsprechend? Also bleiben wir hier mal ganz demütig und einfach mal bei uns und schau mal, wie wir es bei uns regeln können, bevor wir andere verurteilen. Also, wie können wir Integrität tiefer verstehen? Nun, Wittgenstein hat diese Idee folgendermaßen formuliert. Wir haben hier einen Wunsch und wir haben hier unseren Willen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die etwas sagen, aber etwas anderes tun? Und natürlich ist dieser Wunsch und das, was wir sagen, etwas, was wir gerne hätten oder von dem wir wissen, dass es gut bei anderen ankommt. Das ist die sogenannte soziale Erwünschtheit. Wie sind wir geprägt worden? Wie ist die Firmenkultur? Was will der Chef hören? Und so weiter und so fort. Also haben wir hier einmal die Ebene des Wunsches und des Sagens. Zum Beispiel auch, jemand möchte aufhören zu rauchen oder anfangen zu joggen. Oder es möchte jemand abnehmen, Sie kennen diese ganzen Themen. Oder Sie möchten zum Beispiel auch Ihre Ergebnisorientierung nach oben bringen und. Also diese Absichtserklärung ist der Wunsch. Und dann gibt es die Tat. Die Zuordnung ist dem Willen. Und wie können wir das verstehen? Jemand sagt jetzt, und jetzt wird es interessant, ich möchte abnehmen, schiebt sich dann aber eine Torte rein. Und
Damit wir das verstehen können, nicht verurteilen können, ist Folgendes wichtig. Wenn einer etwas tut, ist es das, was er will. Also sagt jemand, ich möchte abnehmen, schiebt die Torte rein, ist es eigentlich so, dass er nicht abnehmen will, sondern dass Genießen wichtiger ist. Und das müssen wir verstehen. Wenn Sie dieses Prinzip haben, der Schweinehund und ja, und es ist halt so schwierig und die anderen auch, dann sind Sie in diesem Bereich, dass Sie Wünsche äußern, sich mit anderen umgeben, die auch Wünsche äußern, die es aber nicht umsetzen und dann anpacken, aber Sie fühlen sich dann gut, weil Sie nicht so alleine sind. Wir nennen das Kakerlakentreffen. Oder Sie verstehen folgendes Prinzip, Sie fangen an, sich zu beobachten, was Sie wirklich tun. Und sagen sich, wenn ich es tue, will ich es auch. Und jetzt wird eins interessant. Durch diesen Realitätscheck wird es extrem in der Klarheit und in der Selbstführung. Denn jetzt kommen Sie Ihrer Integrität auf den Sprung. Wenn derjenige anerkennt, der die Torte reinschiebt, ich will ja nicht gar nicht abnehmen, ich will essen, dann wird es ehrlicher und dann wird es besser mit dem Zugang zu diesem Thema. Uns geht es ums Prinzip, nicht um Abnehmen, Joggen oder sonst irgendwas. Wenn ich sage, ich will joggen und bleibe im Bett liegen, heißt das, ich will im Bett liegen bleiben. Und wenn Sie lernen, das, was Sie tun, so ernst zu nehmen, dass es Ausdruck Ihres Willens wird, dann gehen Sie nicht in diese Illusion. Und das ist das, was bei vielen Menschen passiert. Deswegen entspricht Ihr reales Selbst einer Wunschvorstellung und nicht sich selbst. Wir sprechen von einem Image. Und daher kommt es, dass manche Menschen sich für etwas halten, was andere wissen, dass dem gar nicht so ist. Zum Beispiel denken die meisten, sie seien kritikfähig und sagen es. Es zeigt, wenn Sie Kritik bekommen, dass Sie damit gar nicht umgehen können, weil Sie eine größere Stärke in sich vermuten, als die tatsächlich da ist. Macht das alles Sinn? Also, verstehen wir das nochmal? Oder ich mache es mal an meinem Beispiel fest. Ich war mal Sozialhilfeempfänger. Ich war 3 Jahre lang abhängig vom Staat. Heute nennt man das Hartz IV. Und in mir habe ich gedacht, nach meinem Unfall, du bist auch Sozialhilfeempfänger, alles okay, dass ich, wie sollte ich mal sagen, ich wollte mir nicht eingestehen, ich habe geredet als jemand, der im Grunde genommen nicht am Ende der sozialen Leiter angekommen ist, nicht verarmt ist, der nicht ganz unten aufgeschlagen ist. Und erst als ich das eingestehen konnte, dass ich ganz unten angekommen bin, ja, zu 90% gelähmt, Pflegestufe 3, ja, Sozialhilfeempfänger, also man kann ja sagen, ja, das kann ja passieren und so weiter, aber diese völlige Annahme, das zu wissen, ich habe kein Geld, ich muss hingegen wegen einer Hose für 3,60 € und so weiter und so fort, dieses Annehmen, ja, dass ich da bin, ja, sozusagen diesen Nullpunkt anzuerkennen, um mir nicht was anderes einzusuggerieren, zu wissen, ich bin jetzt da unten angekommen und auch so zu reden und das anzuerkennen, hat meine Integrität auf den Punkt gebracht, dass ich handlungsfähig wurde und heute bin ich finanziell frei. Noch ein anderes Beispiel. Tatsache, ich bin ja schwerst behindert. Meine Tochter hat mal in meine Richtung geguckt bei einem Elternempfang und hat gesagt, da ist mein Papa, der ist behindert. Da habe ich mich umgedreht und habe gefragt, wen meint sie? Also diese Tatsache des Annehmens meiner körperlichen Beeinträchtigung geht damit einher, dass ich es liebe, dass Menschen mir helfen. Es gibt ganz viele Menschen, die Hilfe nicht annehmen können, die gerne Hilfe geben, um sich stark zu fühlen, aber nicht annehmen können. Das hat auch mit was zu tun, was mein Wunsch ist und was mein Wille hat viel mit der Anerkennung der Realität zu tun. Jemand sagt, ich will aufhören zu rauchen. Er nimmt eine Zigarette und zündet sie an. In dem Moment zeigt er, dass er das Rauchen will.
Wenn jemand sparen will und Geld ausgibt, heißt das, ich will Geld ausgeben und nicht sparen. Das ist ein Realitätscheck, der ist wichtig. Und jetzt kommt das überhaupt Wichtigste. Sie und ich, wir haben Bereiche, wo unsere Integrität sehr hoch ist. Das heißt, wo Wunsch und Wille, Wort und Tat nah beieinander sind. Und Sie und ich, wir haben Bereiche, in denen Wort und Tat auseinanderklafft. Und ja, wir tarnen das, dass man uns da nicht auf die Schliche kommt. Und wissen Sie was? Die meisten wissen das. Sagen nur das, was sie hören wollen, damit ihr Image stimmt. Ist so. Machen Sie auch, mache ich auch. Hier geht es darum, das tiefer zu verstehen. Und wenn wir hier mal eingetaucht sind und weiterspielen, heißt das natürlich auch, andere Menschen haben auch Bereiche, wo sie integer sind und dort, wo sie eben nicht integer sind. Und wenn sie das bei sich selbst sehen und anerkennen, können sie es bei anderen besser respektieren. Schauen Sie es so einfach. Wenn Sie jemanden belügen, macht das Sinn. Aus irgendeinem Grund. Wenn jemand Sie belügt, macht das ähnlich Sinn? Oder ist die Lüge eines anderen Menschen etwas ganz anderes wie Ihre eigene? Da sehen Sie schon, wie unterschiedlich Sie Integrität bei anderen definieren. Deswegen empfehle ich Ihnen, das zu verinnerlichen, bei sich selbst zu arbeiten. Und Sie werden die mangelnde Integrität anderer nicht mehr vorwerfen, weil Sie an Ihrer eigenen arbeiten. Und je mehr Wunsch und Wille zusammenkommen auf den entscheidenden Ebenen, umso besser wären Ihre Lebensergebnisse. Und am Ende ist es ganz klar, wer Sie sind. Sie sind die Ergebnisse, die Sie in Ihrem Leben produzieren. Sei es Gesundheitsqualität, Beziehungsqualität zu uns, zu anderen, wie Sie Ihre Talente zu Stärken geformt haben, wie Sie sich selbst und andere inspirieren, wie Ihr wirklicher Respekt erwächst, wie Sie Sinn im Leben erfahren, alles Ergebnisse. Ein Mensch spricht durch Ergebnisse und nicht durch Absichtserklärungen. Das ist kein kleiner Weg. Also hier kommt die Aufgabe für die Woche und die besteht darin, schauen Sie doch mal in der nächsten Woche, wo Wunsch und Wille bei Ihnen selbst passen. Erwischen Sie sich doch mal, wo Ihre Integrität hoch ist und feiern Sie das. Nicht selbstverständlich nehmen, ist normal, ist es nicht. Grund zu feiern, Grund es anzuerkennen, auch bei anderen. Nicht als selbstverständlich nehmen. Der zweite Punkt bei Wunsch und Wille ist natürlich, dass wir es bei anderen auch anerkennen und sehen und nicht für selbstverständlich nehmen. Und dann natürlich, wo ist Wunsch und Wille bei uns selbst, nicht so auf dem Niveau? Wo sagen wir etwas, was wir vielleicht auch gar nicht wollen, und tun dann etwas ganz anderes? Nur wahrnehmen und jetzt kommt's. Wenn Sie sich bei schwacher Integrität erwischen, sich selbst vergeben. Macht das Sinn? Und dann beobachten Sie andere ebenfalls, wo deren Integrität schwach ist. Und jetzt raten Sie mal, wem Sie jetzt vergeben. Den anderen. Und wenn Sie das inspiriert, dann gehen Sie in unsere Online-Akademie. Dort gibt es noch viel mehr dazu zu erfahren, zu lernen und zu üben. Und wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, dann gehen Sie bis jetzt sofort runter in den ersten Link der Beschreibung. Dort haben wir wie immer extra kostenfreies Bonusmaterial. Warum machen wir das Ganze, den Riesenaufwand und alles kostenfrei? Weil es uns ein Anliegen ist, dass Sie der beste Mensch werden, der Sie sein können. Und wir lieben es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich wachsen wollen. Wenn Sie unterhalten werden wollen, ist das der falsche Kanal. Beim Wachsen ist es der richtige. Und wenn Sie andere auch zum Wachstum inspirieren wollen, abonnieren Sie, liken Sie, empfehlen Sie uns weiter. Alles, alles Gute. Ihr Boris Grundl. Bis zum nächsten Mal.